So, hallo, wir machen weiter bei Kaizo Kindergarten und das letzte Mal haben wir weitere Lektionen gesehen zum Thema Items und mit Items springen und so Zeug. Jetzt muss ich den richtigen Knopf zum Laden finden. Ah, der da. Yes. Okay. Hatte ich zur Sicherheit einen extra State gesetzt, weil das sollte ich mir angewöhnen. Hatte ich. Okay, gut. Dann muss ich es mir nicht mehr angewöhnen. Nur falls ich mal versehentlich beim Laden. Weil hier wäre es halt echt fatal, den Save State zu verlieren. Weil wenn ich es ja aus der Speicherdatei lade, sind ja die Yoshi Coins weg, ne? Das ist echt ungünstig. Ich mache mir mal hier noch einen extra Save. So. Weil ich es kann. Gut, wir spielen in der Null weiter. Jetzt geht's um Ranken. Und ich spiele zurzeit wieder mit dem Pro-Controller, nachdem er funktioniert hat. Finde ich gut. Ui. Oh, das geht auch. Okay. This level teaches you to about the wine mechanics. Ja gut, also das meiste kenne ich im Prinzip, ja. Das ist auch klar. Das ist auch klar. Ja, ich mag Netze nicht. Geh weg mit Netzen. You can only carry items if you catch the item while climbing the vine. You can juggle items from one to another. Jo. Auch das ist mir bewusst. Und da habe ich schon verhauen. Sehr gut. So. Man könnte es natürlich auch so machen, ne? Aber ich dachte halt, ich krieg's in einem Zug hin. Naja. Ah, da hätte ich da hochgekonnt vielleicht sogar. Wegen Tür, aber der Screen scheint nicht zu gehen. Wahrscheinlich nicht. When winds run upwards, they will always override the first block above it. Jupp, das ist mir auch bekannt. Wait, warum ist das hier? Achso, das soll andeuten, dass da ein Block ist, ne? Das war super klug. Warum habe ich denn den Sprung jetzt gemacht? Achso, nee, ist ja richtig. So. Keine Tür? Oh, ich bin enttäuscht. Okay, wir haben sie tatsächlich übersehen. Das ist ja doof. Ja, das war ja super kurz. Da muss es doch in dem Rankenraum sein. Nein, lass mich nur. Tschüss. Vor allem wäre das jetzt die 20. Aber ich habe ja gesagt, wir machen erstmal hier die normalen Sachen weiter. Ah, es ist doch was zum Hochklassigste. Habe ich mir doch gedacht, dass das irgendwo. Ja, okay, alles klar. Na gut, dann komme ich direkt gleich wieder raus. Plong. So, tschüss. Das hat ja gar nicht lange gedauert. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie weit wir ohne States kommen. Das Item-Schloss. Wahrscheinlich nicht sehr weit. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ha! Moin. Ups. Okay, dann nehmen wir den erstmal mit. Und dann machen wir das hier. Okay. Ei. Das ist jetzt schon wieder so ein Beispiel, ne? Man hat so die einfachen Sachen gelernt und dann kommt die Prüfung und plötzlich ist alles anders. Uff. Ach, was tue ich denn? Ei. Also, wie mache ich jetzt? Ich will. Uff. Reicht das aus? Das reicht niemals aus.
Das reicht aus. Oh Gott. Muss ich den wieder fangen? Den kann ich nicht nochmal fangen, wär krass. Muss ich den nochmal fangen? Das wäre schon irgendwie krass. Ah. Irgendwie glaube ich da nicht dran. No. Aber zumindest mit dem Fassi passt es zusammen. Was? So. Ah. Noch nicht. Jetzt. Nein, der ist weg. Nein, der ist da. Aber kommt die jetzt wieder? Ich muss den nochmal fangen, oder? Ich muss den weiter mitnehmen. Igittigit. Ich muss den weiter mitnehmen. Anders geht's gar nicht. Sehr gut. Taucht eigentlich hier eine Tür auf, wenn ich... Nein. Sehr schade. What? Lul. Okay. Ja, gut. Ich glaube, wir haben die Yoshi-Coin gefunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie mache ich das denn? Okay, wir gehen jetzt mal auf normales Laden zurück, dass es ein bisschen schneller dann wieder geht, in den Flow zurückzukommen. Ja, cool. Wie geht's dann eigentlich weiter? Ich meine, klar, ich habe hier immer noch die ganze Zeit die Dings. Und da, okay, bis dahin muss ich kommen. Alles klar. Kümmern wir uns aber erstmal um die Tür. Ja, fast. Kann ich nicht mehr fangen. Wo drücke ich den? Muss ich den in der Luft drücken? Ich würde am liebsten da oben drücken, aber dafür müsste ich mal in Ruhe kommen. Zur Ruhe kommen. In Ruhe kommen, ja. Weil vorher hier drücken ist Quatsch, ne? Das haut ja nicht hin. Das sehen wir ja. Ich müsste ja da erst durch. Oh, ich könnte natürlich auch. Ach du Schande. Da muss man schon wieder ganz schön viel auf einmal machen, ne? Ja, moin. Ach, jetzt meine ich den gleichen Quatsch. Weil ich dann nicht gleichzeitig denken kann. Mist. Kann ich den von hier aus auch? Nee. Kann ich mir den theoretisch wiederholen? Den kann ich mir theoretisch wiederholen, wenn er ge... Ach so! Nee. Kann ich nicht, weil der zu der einen Seite offen zu ist. Ja, nee, der ist zu. Die Tür war zu der einen Seite. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, dann gehe ich halt zurück. Aber das haut nicht hin. So kann ich jetzt... Nein! Das wollte ich nicht. Ah, aber ich glaube, das wäre eh noch die falsche Position. Wir gucken uns das ganz kurz nochmal an.
Das ist ja ein unangenehmer Startpunkt. So, das meine ich. Ja, der ist zu. Ich kann den eigentlich nur drücken, wenn ich den von der Ranke aus hochwerfe und dann da drauf gehe. Ja, okay, aber das kriege ich schon hin. Ich habe auf der Ranke ja genug Zeit. Das kriege ich hin. Das ist nicht das Problem. Okay, verstanden. Man muss halt immer erstmal einen Plan haben. Na, und jetzt mache ich einfach so dann ungefähr. Das werfe ich noch ein bisschen eher hoch und dann lande ich genau auf der Tür. Passt. Das muss jetzt nur getimed werden. Theorie ist klar. Umsetzung fehlt. Wie gesagt, jetzt lade ich so, dann geht's schneller. Mist. Und wenn ich ihn hier drücke, ist es auch schon zu bald. Da darf ich ihn auch noch nicht drücken. Selbst mit einem Peach-Jump oder so würde ich also dann nicht mal was gewinnen. Na. Ich weiß nur noch nicht, wie es time. Ich weiß, dass ich es timen muss. Ich weiß nur noch nicht, wie. Aber der Anfang klappt schon mal. Meistens. Könnte eng werden. Nee, hat gepasst. Ja. Irgendwie so. Ja, dann nicht. Da ist aus irgendeinem Grund in eine ganz andere Richtung abgehauen, der P-Switch. Mist! Wenn ich ihn da noch... Ich glaube, selbst wenn ich ihn da noch erwische, wird es sogar reichen. Wobei ich dann... Ach nee, ich kann dann ja nicht mehr auf der Ranke landen. Ah ja, auf der Pflanze. Ich mache dann ja einen Dings. Ah, ja. Das geht nicht, was ich vorhatte. Ich kann ja nicht zurück zum Spin-Jump wechseln. Ja! So ungefähr. So ungefähr. Wir kommen der Sache ein Stück näher wieder. Das ist noch ein bisschen eher, dann passt die Geschichte. Der Sache näher. Ich kann ihn zumindest schon mal in der Luft drücken. Jetzt muss ich nur noch weiter oben drücken. Man merkt es schon, wie man sich so Stück für Stück das immer ein bisschen weiter arbeitet, ne? Das merkt man schon. Cool. Nicht, was ich wollte, aber hey. Ja, schon wieder zu bald. Es war fast... Nee, war zu spät. War es nicht. Ah! Den kriege ich nicht mehr. Nee. Wenn ich es merke, warum springe ich da dann überhaupt?
Nein, das hätte es werden können. Bisschen weiter nach links, dann hätte es gepasst. Ups, da war ich schon auf dem Abweg. Ich setze mal hier den State. Dass wir ein bisschen vorankommen jetzt hier. Wow, ich habe nicht mal genutzt. Sehr schön. Jetzt der schwierigere Teil. Komplett durchkommen. Aber ist das wirklich der schwierigere Teil? Ich weiß es nicht. Ah. Ich muss dann da halt noch einen Spinjump ansetzen und dann war es das eigentlich schon, ne? Ich setze Stun State. Sorry. Wir haben uns schon zu lange in dem Raum aufgehalten. Ich möchte noch die nächsten Räume sehen. Ach, da muss ich nochmal hochwerfen. Aber das könnte ich notfalls auch von da unten dann machen. Das wäre okay. Das könnte ich notfalls auch. Ja, und man sieht schon, das ist was, wo ich mich auch nochmal eine ganze Zeit lang aufhalten würde, wenn ich da jetzt nicht den State hätte. Und ja, das ist was, wo ich... Aber das Stück machen wir auf jeden Fall am Stück. Da werde ich nicht zwischendurch nochmal staten. Den einen State nehme ich mir hier bei der Ranke, Pflanze. Und dann keinen mehr. In dem Raum halt. Will ja auch die nächsten Räume noch sehen. Ah, was tue ich? Ach Gott. Dann noch rüber. Dann noch rüber, dann hier einmal den erwischen. Ich bin mir halt unschlüssig. Ich glaube, ich muss den aber im Flug noch erwischen. Also besser wäre es, den im Flug direkt mitzunehmen. Ja, wieso springt er jetzt nicht mehr ab? Ah, deswegen. Boah, es ist gar nicht so simpel, ne? Dann noch weg. Uiuiui. Dann noch rüber und... Aber bei hier habe ich ja Zeit. Also wenn ich auf dem Stein gelandet bin, dann habe ich eigentlich... Kann ich erstmal chillen. Muss erstmal auf dem Stein mit einem Spinjump landen. Dann ist eigentlich erstmal alles gut. Dann kann ich den nächsten Sprung sorgfältig planen. Eigentlich kann ich doch... Ja. Ja, warum mache ich das mit zwei? Warum mache ich das mit beiden Ropes? Das ist wahr. Ach Mist. Das fällt mir jetzt erst auf. Wow. Ich brauche die ja gar nicht beide. Die zweite verwirrt voll. Sache schon mal deutlich angenehmer. So kann ich eigentlich nicht mit dieser Taste abspringen. Hier mit A. Konnte ich mit A nicht mal auch... Wahrscheinlich nicht. Ich kann nur mit B abspringen. Muss aber halt gleichzeitig den Dings wieder grabben. Den Switch. Na. Gibt's doch nicht. Ich könnte natürlich... Nee, kann ich nicht. Hä? Wie habe ich das denn gerade gemacht? Gerade sah es so einfach aus. Dankeschön. Okay, so, jetzt. Gut timen den Wurf. Dankeschön. Wim!
Manga, du bist doch doof. Als ob da jemand da vorne den wirklich. Oh, als ob er davon ausgeht, dass die alle da vorne den drücken. Ah, oh, es kann doch nicht wahr sein. Okay. In Zukunft stelle ich mich genau dorthin, wo die Teile sind. Oh, ist das gemein. Man hätte ja einfach normal, hätte man denn ja hier gedrückt. Dann. Boah. Ich muss aber auch jede Falle mitnehmen, ne? Ich muss jede Falle mitnehmen. Ach ja. Ach ja, das wird jetzt ja lustig. Ich muss den zweimal drücken, ja? Okay. Dann muss ich den aber wahrscheinlich immer noch mitnehmen. Nur mal so, ja, ich muss hundertprozentig den noch mitnehmen. An der Ranke könnte ich ihn mir erstmal festhalten dann. Nachdem ich den Swamp erledigt habe, könnte ich ihn erstmal festhalten. Das ist jetzt nicht so gut. Komme ich da nochmal ran? Potenziell ja. Na, jetzt eh nicht mehr. Unangenehm. Hier brauche ich die jetzt nämlich nochmal. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Okay, hier werfe ich die wieder hoch. Dann gehe ich rüber. Und da brauche ich sie dann. Alles klar. Geht eigentlich, oder? Sag ich jetzt. Aber es fühlt sich an, als würde es gehen. Wenn der Raum da zu Ende ist, dann. Wenn er da noch nicht zu Ende ist, dann wird es wieder problematischer. Aber das werden wir sehen. Ich muss ja nur immer wieder hochwerfen, wenn ich auf dem Ding gelandet bin. Ach so, nee, dann mache ich ja wieder zu. Das ist ja blöd. Was eigentlich will ich das zweite Mal dann gar nicht mehr hochwerfen. Eieiei. Man muss so viel gleichzeitig machen, das ist doch nicht. Und jetzt wäre es eigentlich wäre es dann da egal, ob das. Nee, wäre nicht egal, weil wenn er da stirbt, dann sterbe ich auch. Nimm halt mit. Ja, das meine ich. Wenn er da stirbt, sterbe ich auch. Das darf nicht passieren. Ich glaube, man könnte sie von da noch holen, aber ich krieg's halt nicht hin. Sag mal. Bin ich dann schon wieder unfähig hier? Oh, das ist jetzt auch interessant. Die hätte ich aber noch mitnehmen können. Das wäre noch gegangen. Leider kriege ich es nicht koordiniert. Und jetzt mit der Shell rüber. Das ist doch eigentlich nicht so wild. Jetzt liegt die wieder da so ungünstig. Was will die Stacheln mir eigentlich vermitteln? Ja. Blöd.
theoretisch halt wiederholen. Ja. Wenn ich es nicht verhauen würde, könnte ich das. Yes! Jetzt liegt sie gut. So, komm her. Okay. Ich setze ein State, komm. Wir sind lang genug in dem Level. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ah! Mann. Huch! Ach so, ich muss auf Y wechseln, damit ich abspringen kann. Ja. Na, da fährt schon wieder zurück, das Ding. Wieso drücke ich überhaupt X dabei? Ach, was tue ich denn? Vielleicht warten wir noch eine Runde. Warum drücke ich denn immer... Wieso wechselte ich denn auf X zurück? Ich will die eigentlich auch gar nicht da hochwerfen, sondern dahin, genau. Nice! Das war tatsächlich der Raum. Ah, hätte man schon ohne States schaffen können. Oh, das war das ganze Level. Ja, gut. Also jeweils ein State wieder genutzt. Wobei der zweite... Also ich sag mal, der erste State, den fand ich okay. Den zweiten State würde ich im Nachhinein sagen, muss nicht sein. Aber so sehen wir noch ein paar Level. Und ich will ja eher den Hack zeigen, als ihn jetzt perfekt spielen, ja. Darum geht's mir, ja. Ich will's ja zeigen. So, apropos zeigen, aber das machen wir erst später, wenn wir die anderen Dragon Coins haben. Wenn wir 30 haben, dann gehen wir da weiter. Haben wir ja schon gesagt. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Shell Jumps, ein kleiner Zwischenstopp. Ah ne, Welt 4 ist ein bisschen länger, okay. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was er mir da alles erzählt. Weil an sich ist Shell Jump halt so ein volles Gefühlsding bei mir irgendwie. Vielleicht gibt es dabei einen Trick, den ich nicht wirklich kenne. Ja, most important tricks. Sehe ich auch so. The faster you move. Das habe ich mittlerweile auch begriffen. Ja, das habe ich mittlerweile auch begriffen. Ja, jetzt ist sie viel langsamer. Deswegen habe ich es auch nicht mehr erwischt. Und wenn ich die at full speed werfe, dann dürfte ich halt am schnellsten sein. Das habe ich begriffen mittlerweile. Was will er mir hier mitteilen? Hä? Hier ist kein weiterer Hinweis, der ist einfach so jetzt da, oder was? Ich wollte übrigens nicht laden. Ich wollte nur was... Ha! Ich habe schon einen Shelljump gemacht. Da musste ich es noch gar nicht. Edge. So. Shells kicked when stationary move at 46, which is slightly slower than max running speed. Ja, ich kann schneller als eine Shell sein. Will ich das hier testen oder will er mir... Ah. Ja. Hier ist auch keine Tür, okay. Yep. Zwei Blöcke weg, damit ich mit der Shell interagieren kann. Das kann man gerade alles super lesen, aber dafür gibt es ja die Taste hier. Right before the peak of your jump. Be sure to hold B. Five frame, okay. Uff. Also ich soll mich hier hinstellen und dann... Optional. Das ist sehr schön. Ja, so, ne?
sie bleiben halt Gefühlssache so ein bisschen. Kurz bevor man halt oben ist, muss man loslassen, das weiß ich schon alles. Aber es bleibt halt Gefühlssache. When you have cape, you can throw the shell at any time while descending. Hier ist doch jetzt bestimmt keine Tür? Okay. Hä, du hast mir einen Cape gegeben. Was soll ich tun? Ach, ich soll nicht fliegen. Ja, sag das doch. Du bist ja eine Doofnase. Ich soll einfach nur fallen. Ja, jetzt habe ich das verstanden. Ich soll nicht drüber fliegen. Warte, ich kann trotzdem drüber fliegen, ohne dass der Bildschirm da kommt. Ah, verdammt. Ich kann das, warte. Fly Physics werden wir sowieso später auch noch bekommen. Ach so. Wo hat er das denn jetzt gewusst? Das ist ja auch interessant. Ich hätte jetzt gedacht... Wie checkt er das denn? Das ist ja auch... Das ist ja echt interessant. Okay. So checkt das ja anscheinend nicht. Okay. Ja, und das ist jetzt halt noch mehr Gefühlssache, ne? Ja. Aber hier hat er... Gut, dadurch, dass er mir halt jetzt das Bild gibt, weiß ich in etwa, wo ich sie abschicken muss. Ja, gut. Ja, gut. Mit dem Bild ist es einfacher. Mit dem Bild ist es einfacher. To do a reverse shell jump, throw the shell to the left against the wall. Ach so, ja. Ah, ja, ja. Ich frage mich halt nur langsam, geht hier der Screen hoch? Nein. Da wird hier auch keine Tür sein. Oh, ich habe nicht mal die Wand getroffen. Ups. Naja, und jetzt war ich nicht... Ja, genau, das war jetzt das Frame-Problem, ne? Jetzt war ich nicht nah genug. Vielleicht soll ich da schneller sein. Ja gut, jetzt habe ich eigentlich... War das jetzt ein Shell-Jump, weil ich den da unten erst genommen habe? Na, ist ja egal. Grundsätzlich weiß ich ja, wie das funktioniert. For this jump, you need to throw the shell slightly earlier, so it passes under. Hey, ach so. Ist hier unten eine Tür? Nein. Man weiß es ja nicht. Scrollt der Bildschirm jetzt nach oben? Nein. Wait, what? Will ich die über Bande spielen? Ach, du Schande. Okay. Ah ja. Puh, das klappt aber halt auch nur, weil man genau bei dem Bild loslässt. Sonst wäre das hier echt eine Nummer. So, scrollt das Ding jetzt hoch. Irgendwann wird da oben oder so dann die Tür sein. Aber dann müsste es halt hochscrollen dafür und das tut es ja nicht. Nichts. Okay. Wait, was soll ich hier tun? A drop shell jump. Hold runter and release Y right before the peak of your jump. Was? Was für ein Ding? So oder was? Ach du Schande. Ach, verstanden.
was ich dir dann anstupste selber in der Luft. Das ist ja überhaupt nicht mein Ding. Das ist ja überhaupt nicht mein Ding, um Gottes Willen. Uff. Abdrau Shellchamp, hold hoch. Das ist so ähnlich wie das Runterdingsen, ja? Okay, hier geht's jetzt aber hoch. Ah, ich sehe die Tür. Wait, what? Oh no. Ich habe gut geladen übrigens. Ich wollte den Screen unbedingt nochmal spielen. Ah, Mist. Aber wie komme ich denn da? Das ist ja ekelhaft. Okay, vielleicht erstmal Running Speed. Make sure to hold rechts the entire time to slow down when even when not holding Y. Ey. Ja, so irgendwie. Also rüber käme ich schon. Aber ich will ja gerade, ich will ja viel eher auslösen, damit ich da hochkomme. Witzig. Wie gesagt, rüber käme ich schon. Das ist gerade nicht das Problem. Das Problem ist die Tür. Kommt man echt da hoch von hier aus? Oder ist da drüben irgendein Block oder sowas dann? Vielleicht will ich auch nicht schnell sein. Ja, aber das klappt ja. Aber wie komme ich denn da an die Tür ran? Muss ich... Oh, warte. Muss ich den Air-Shell-Jump machen? Der mir jetzt aber gar nicht beigebracht wurde. Aber mit dem Air-Shell-Jump würde ich da an die Tür rankommen, ne? Nicht, dass ich den könnte, aber hey. Geht ein Air-Shell-Jump? Aber das ist... Das ist doch... Nee, das... Das ist nicht, was der von mir will, glaube ich. Aber wie komme ich dann die Tür? Wie ich darüber komme, ist mir bewusst. Wie komme ich denn noch eher an die Tür ran? Sind hier Blöcke? Das sind keine Blöcke, also muss ich es mit der Shellchen schaffen. Vielleicht möglichst weit an der Ecke, aber an der Ecke... Das ergibt ja keinen Sinn, die muss ja woanders abprallen. Und die prallt ja erst da unten ab. Hä?
Oder ist das doch irgendwo ein unsichtbarer Block oder sowas? Warte mal, kann ich? Ja, genau das. Kann ich die da drauf mal ablegen? Sag mal. Ich will die nur mal da drauf ablegen. Kann die da nicht drauf ablegen, ne? Warte, vielleicht mit Anlauf. Ja gut. Sie liegt drauf. Aber ich weiß auch noch nicht, was ich damit anfangen will dann. Interagier halt nicht sofort mit der Shell, das ist ja das Problem. Wie ist das gedacht? Oder komme ich hier irgendwie hoch? Ne, aber das ist ja da drüben, das sind ja die. Okay, wir machen es mal kurz mit Slom. Beziehungsweise, ja gut. Und ohne Ton. Ich check halt nicht, wie das gehen soll. Also, wie ich da rüberkomme, ist mir bewusst, aber wie komme ich... Da muss doch ein anderer Trick sein bei... Hold up and release right before the peak of your jump. Also kurz bevor ich oben bin. Und dann die ganze Zeit nach rechts drücken. Ja, wie gesagt. In der Theorie klappt das schon ganz gut darüber, aber... Auch wie gesagt... Damit komme ich nicht an die Yoshi-Coin ran. Ich will die nicht wieder einsammeln. Ne? Ich komme ja darüber, das ist mir schon bewusst, aber ist hier dann irgendwo ein Block oder was in der Luft? Das reicht doch nicht aus. Guck mal, das ist nicht mal ansatzweise reicht das aus. Das sollte mich echt wundern, wenn das auf irgendeine Art und Weise funktionieren kann, dass ich da hochkomme. Da muss doch ein Block oder was sein. Da ist nix. Hä? Also was halt eine Option wäre, wäre wie gesagt ein Air-Shell-Jump, aber den müsste man dafür ja an der Stelle eigentlich schon kennen und den kenne ich ja nicht. Ob der mir den überhaupt hier beibringt, ist die nächste Frage. Dann ich halt nochmal zurück. Das kann ich mir halt fast nicht vorstellen. Geht der überhaupt so, wenn ich da die Decke küsse? Geht der dann überhaupt?
löst das halt auch so nicht aus, ne? Ha. Nee, wenn ich schnell bin, löse ich überhaupt nichts aus. Da gewinne ich auch nichts. Wie ist denn diese... Das müsste super knapp sein, dass das funktioniert. Das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle, nicht, ne? Aber es geht nur da drüben hoch. Woanders geht es halt einfach auch gar nicht hoch. Ich glaube, die Yoshi-Con müssen wir uns erstmal sparen. Die checke ich nicht. Bin ich jetzt blöd oder was ist hier das? Was ist der Trick? Wie gesagt, der eine Gedanke war, ich lege die da drauf. Okay, jetzt habe ich sie doch da drauf legen können. Ja, gut. Und dann irgendwie so. Das könnte halt immer noch funktionieren. Aber dann müsste ich... Es ist ja trotzdem merkwürdig. Das ist ja trotzdem super merkwürdig. Geht das? Ist das in der Theorie drin? Ist das in der Theorie drin? Erst wenn ich die, ich die nehme ich ja erst später mit wieder, ne? Das, ich komme ja nicht sofort wieder an die dran. Ne. Ne. Keine Chance. Ha. Wie gesagt, ich. Die kommt da so spät erst an den, an die, an die, an den, an den Dings ran. Das gibt's doch nicht. Guck mal, das ist nicht mal. Da fehlt ja nicht mal ein Pixel oder so, sondern da fehlen ja zwei Blöcke. Kann ich das hinkriegen, dass der Biss direkt an den Mancher anprallt und dann ich direkt hochkomme? Geht das irgendwie? Aber wie gesagt, das, dann müsste es irgendwie ganz anders gehen, weil so wie ich es aktuell mache, geht da gar nichts. Ja, hier rüber komme ich ja, aber ich will ja nicht darüber, ich will ja da an die Tür. Hier doch ein Block oder so, aber wo? Wo soll da ein Block sein? Da ist nichts. Ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Da ist nichts. Und noch eher kann ich den nicht auslösen.
Oder doch? Wir haben ja gelernt, je langsamer ich den abwerfe, also mit je weniger Speed, umso langsamer ist auch die Shell. Aber guck mal, das ist ja nicht mal ansatzweise drin. Da fehlen 3 Kilometer bis nach oben. Oh, sind wir echt wieder bei 50, weil ich jetzt rumwurschtel? Oh, nee. Ist ja blöd. Ja, dann müssen wir das Level jetzt erstmal beenden und uns die Yoshi Coin merken. Tut mir leid. Verstehe nicht, wie man da hochkommen soll. Verstehe absolut nicht, wie man da hochkommen soll. Da ist ja nichts. Ja, blöd. Blöd. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, meine Idee wäre ein Double, also nicht Double, ein Luftshell-Jump. Den will ich nicht machen, aber. Der nächste Part wird lange dauern. Der bringt echt Double Shell Jumps, ja? Uff. Na dann, wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Es gibt's doch einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Wie soll man den denn ansetzen? Da hochzukommen, das kann doch nicht sein. Nein, ohne Anlauf, ohne Anlauf. Das hat schon vorher nicht funktioniert. Nee. Okay. Dann hänge ich das wohl hinten dran. Dann hänge ich das wohl hinten dran. Oh, come on. Panga, please. Ach, geh weg, Mann. Okay, ich hänge das hinten dran. Ich habe gerade keine Ahnung, wie lange das versucht. Jetzt ist da doch so ein Scheißblock. Also nächstes Mal Double Shell Jump. Hooray.